Hallo und willkommen zurück bei FIFA 19 Karriere. Und ja, wir haben jetzt einen erfolgreichen Auftritt gegen Union Berlin hingestellt mit der zweiten Mannschaft. Und ich denke mal, jetzt geht es mit der ersten Mannschaft dann gegen Greuther Fürth und dann geht es ja gegen Young Boys Bern. Ich würde sagen, wir starten einfach. Wir tragen mal das Heimtrikot, dann erkennt man es besser. So. Die Leute auf der Bank sind natürlich noch ein bisschen angeschlagen. Wir bringen mal Knüwer für Rühle. Aber wir haben auch nicht so viele Möglichkeiten mehr, ne? Manolev bringen wir für Schärder. Und Kobylanski kommt dann halt eben einfach nicht rein. Das ist die Taktik. Und da würde ich sagen, hauen wir jetzt noch Greuther Fürth weg. Und dann geht es mir heute auch gut. Dann haben wir heute zwei Siege. Beziehungsweise ich. Die Folgen kommen ja natürlich nur wochenweise. Beziehungsweise zwei in der Woche. Von daher bin ich dann aber heute mit dem Ergebnis zufrieden. Es kann losgehen im Oh, es Stadion. schneit wieder. Willkommen Es zurück im schneit. Spiel. Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie. Fuji. Ja, keine leichten Bedingungen heute für die Spieler Wolf. Es ist ganz schön kalt und es schneit. Ich bin mal gespannt, wie Ah, das Greuther Fürth Spiel fängt schon wird. sehr stark an. Und heute erwartet uns die Partie Greuther Fürth gegen Preußen Münster. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Also die Rede. Der Ball weg. Klasse. Oho, Der Ball Grimmitsch. ist am Tor vorbei. Was war denn das? Die War Gäste dann wohl sind eine heute gekonnte auch mit Rückgabe, richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore. Ein tolles Zuspiel. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Schießt er rein. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Das könnte die Chance werden. Da kommt nicht lang. Oh. Keine Boah, Schwierigkeiten. Schnitzler geht doch Gespräch dran. zum harmlosen Yes. Freistoß. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar Das wäre es jetzt noch Absolute gewesen durch so gerade ein wieder. Gurkending. Aber wenn wir heute das Spiel noch gewinnen sollten, dann können wir es auf jeden Fall an der Spitze wieder Freipfiffer. festsetzen. Flanke jetzt. Ja, das sah also gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Über die Torauslinie, Ecke. Da kommt die Ecke. Da können Sie erstmal klären. Philipp Hofmann. Dirmitsch. Der Oh, war weit Scheiße. weg. Der Versuch aus der Distanz. Das war Ah, knapp. das war Wenn nix. da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Da habe ich schon abgeschlossen mit der Aktion. Schade. Jakob Brünn-Larsen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Schönes Pressing jetzt. Jetzt aber ein schöner Ball Ball auf Rodriguez. Ja, oh. Na, ah, von fast können wir uns ja halt eben nichts kaufen, ne? Ja, da ist aber keiner. Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Geht er rein?
Daniel Keita-Ruhl. Gut verteidigt. Super, Konaté. Oder wie heißt der andere nochmal? Keine Anspielstation. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Habe ich den Namen vergessen. Das hätte eine gute Oxford, so, da ist er. Habe ich meinen guten Oxford vergessen? Wie konnte das denn passieren? Also aktuell sind wir ordentlich am Drücken, aber es bringt halt eben nichts, wenn kein Tor bei rausspringt, ne? Da kommt die Reingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Jakob Brünn-Larsen. Jetzt in der Anspielstation. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Hereingabe. Ah. Kevin Pérez Rodriguez. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Schlimm ist, jetzt haben die gleich wieder so einen dämlichen Konter und machen dann das Tor, ne? Da ist die Flanke. Erstmal rausgefaustet. Dürmitsch. Den Ball kann er klären. Weiß für jeder, wie das hier endet. Da zieht er ab. Da geht er weit am Tor vorbei. Aber wir wechseln gleich durch, keine Sorge. Hilbert. Schöne Aktion. Jetzt eine gute Flanke. Gut verteidigt. Hier rein. So, jetzt ist erstmal. Ja, bis jetzt sind wir von Kräuter Fürth noch nicht so viel. Ist vorbei, das Spiel geht weiter. Aber wir müssen dann eben unsere Chancen mal machen, ne? Anders da wird das, glaube ich, nicht mehr viel. Wir sind dann eben klar die bessere Mannschaft, bekommen aber das den dämlichen Ball nicht ins Tor. Das könnte gefährlich werden. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Gott, wie schlecht gespielt. Ich glaube, Kräuter Fürth spielt jetzt halt einfach hier den Fußball, Hauptsache weg mit dem Ding, ne? Einwurf. So kommt es fast rüber. Oh, passt doch in die Mitte. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Klasse Flanke. Oh Gott sei Dank. Ich hatte schon gedacht, da hätte er zu spät geschaltet. Aber ab, wer auch sonst. Wer, wenn nicht ab. Das war dann nicht mehr die ganz große Aufgabe für ihn oder aber auch schlecht geklärt. Kriegt da der Torwart, kommt nicht raus, nix. Ab mit dem 7. Saisontor. Wenn der spielt, trifft er meistens auch. Dann werden wir ihn aber auch gleich rausholen. Den schonen wir nämlich für den UEFA Cup. Sie haben Platz. Schöne Flanke jetzt. Josip Drimic. Gutes Deckel hier. Diesmal haben sie aufgepasst. Aber man kann es natürlich versuchen, wieso auch nicht, ne? Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Sie versuchen es flach. Flanke bleibt hängen.
Dirmic. Fabian Menig. Hinten stehen sie kompakt, aber Kille Hofmann. Er versucht, aber der Ball geht doch. Ja, die Handschüsse waren auch mal schon mal besser. Naja. Das könnte gefährlich werden. Er kann abwehren, aber müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt noch das 2-0 machen. Nicht, dass uns hier noch durch irgendeine Dummheit irgendwas anbrennen. Fast noch abgefälscht. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Aber Kräuter Fürth heute halt eben unglaublich schwach unterwegs, finde ich. Kurze Flanke, da können sie erstmal klären. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. So, Kräuter Fürth bringt einen neuen Mann, es gibt einen Wechsel. Da schauen wir mal, ob das jetzt auf den Namen. Pass auf die Außenbahn. Ball kommt rein. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Der Schneefall ist mittlerweile auch etwas schwächer geworden, Buschi. Ah, das stimmt, Wolf. Es macht es dann doch ein bisschen einfacher für alle Beteiligten. Ich spiele eigentlich unglaublich gerne bei Schnee. Ich weiß nicht warum. Es klappt bei mir halt eben auch super mit den Leuten. Wird das eine Torchance? Jetzt gibt's eine. Bei Schnee habe ich meine besten Spiele gemacht. Wenn man von den besten Spielen irgendwie sprechen darf. Super Aktion, gut geklärt. Oh, Bombeschnitzler. Genau dafür haben wir den immer noch im Tor. Der erste Torwart und auch der letzte. Da holen wir uns keinen neuen mehr. Macht seine Arbeit bis jetzt Bombe. Jetzt eine gute Flanke. Erstmal ausgeforstet. War kein gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ah. Super aufgebaut. Da war keiner in der Mitte. Verflixt. Aber die kommen echt den Ball auch einfach gar nicht mehr raus, die Fürther. Für sie, denn sie führen ja nur mit einem Treffer. Jetzt ist die Kugel weg. Ja, wie gesagt, wir führen halt eben tatsächlich nur mit einem Treffer. Und wenn gerade eben der den Lupfer gemacht hätte, etc., würde es hier auch anders aussehen. Gut geklärt, das war wichtig. Philipp Hofmann. Der spielt ja gut. Ah, jetzt merkt man aber, dass ab platt ist. Das hätte ja wahrscheinlich da durchgestartet. Wir wechseln mal noch, bringt zwar jetzt nichts mehr, aber. Bringt zwar nicht mehr viel, aber was willst du machen? Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Ein Angriff ist noch drin, jetzt unterwegs, sie können den Ausgleich schaffen. Und abseits, Gott sei Dank. Das wäre es jetzt echt noch gewesen. So das Spiel hergegeben. Wir haben zwar nur 1-0 gewonnen, in Anführungszeichen, aber ich denke mal, Sieg ist Sieg. Da darf man nicht maulen. Tatsächlich nur einen Schuss aufs Tor. Naja. Aber Fürth war halt eben doch sauschwach unterwegs, fand ich persönlich. Wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Aber was will man machen? Oh, und jetzt geht's direkt. Oh, wir machen Abfro. Jetzt geht's direkt in den UEFA Cup.
Nur ist so kein Problem, gern geschehen. Ich hoffe, bis dahin sind die Leute auch wieder fit. Wir machen gerade mal noch das Training. Natürlich Bombe, wenn da noch die Ausdauer hochgehen würde. Jawohl, bei Ab und auch bei Brun Larsen ist die Ausdauer hoch. Bei Ab sogar die Ballkontrolle, bei Ab auch noch die Sprintgeschwindigkeit plus Larsen, Ballkontrolle und Sprintgeschwindigkeit. Wir brauchen halt eben schnelle Leute. Das ist das Training natürlich auch super. Aber es ist scheiße, dass man das nur auf leicht trainieren kann. Dauert halt eben ewig. So. Sind zwar noch angeschlagen, aber ich denke mal, das kann man so machen. Was meint denn der Kalender? Es ist halt eben wieder direkt, das wird sau anstrengend, wenn da schon knapp eine Woche nicht gereicht hat, da sind es nur 4 Tage. Das kann knapp werden. Für den Pokal. Wir müssen, glaube ich, hier. Boah, es wird jetzt echt sau anstrengend. Naja, warten wir mal ab. Wir schauen uns kurz mal noch die Ligatabelle an. Und nach dem Spiel, also nach dem nächsten Spiel, schauen wir jetzt mal gemütlich die Champions League und UEFA Cup Tabellen an, wer weitergekommen ist etc. So, wir sind wieder Tabellenführer, weil nämlich genau weil Greuther Fürth wohl gepatzt hat. Greuther Fürth Duisburg. Nein, unentschieden gegen Union. Wir haben jetzt wieder auf den Relegationsplatz 5 Punkte. Und auf den anderen 7 Punkte. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gegen wen spielen wir denn als nächstes? In der Liga. Hatten wir gerade eben geschaut, ne? Ah ja, gegen Uerdingen. Gegen Uerdingen wird allerdings ein bisschen schwieriger. Von daher würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder im UEFA Cup. Da kann ja jetzt allerdings nichts mehr schief gehen. Lyon spielt gegen Guimaraes oder wie es heißt. Oder wie sie heißen. Und wir spielen gegen Young Boys. Damit sind die Young Boys wahrscheinlich raus. Und einer von den anderen beiden kommt weiter. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.